Freunde, hier ist Christian Schmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung, Liebe. Und ja, es gibt einen neuen Code, gilt von Donnerstag bis Sonntag. Ihr wisst, gibt es bei mir selten diese Codes für meine Kurse und der jetzt kommt, der 28% über 28 Grad, nennen wir das immer, ist der größte Code im ganzen Jahr. Solltest du nicht verpassen, lautet August 28 und ja, schreibe ich nochmal unter das Video und kannst einfach eine Kopfabfüllung eingeben. Ja, gut, genau, das mal dazu. Ja, und heute wollte ich mal ein bisschen gegenüberstellen, alte Psychologie versus neue Psychologie. Mich triggert das einfach immer so hart, wenn von irgendwelchen Leuten, die, weiß ich nicht, irgendwie 10-mal meditiert haben, auf Bali rumhängen oder ich weiß nicht was, dann immer erzählen, wie die Psychologie so läuft. Mich riecht das so. Also ich meine, man wird es nicht ändern können und ich habe so gerade das Gefühl, es geht gerade wieder alles zurück irgendwie, aber trotzdem, ich tue halt, was ich kann und was wir gleich sehen werden, das ist der Mentor, wenn ich das so richtig verstanden habe, von Jürgen Zietlow. Ist aber, müsst ihr jetzt nicht kennen, ist egal. Und zwar heißt er Lukas Liran, verlinke ich hier drunter auch nochmal. Und gut, dann weiß man auch, ja, warum der Jürgen Zietlow sich so verhält, wie er sich verhält, aber egal. Es ist ein super Beispiel, um zu sehen, wie man es früher gesehen hat und wie man es heute sieht. Ne? Und zwar geht es um... Ja, Ausdruck, lass deine Gefühle raus und auch, ja, jedes Symptom in deinem Körper ist bla bla bla. Aber hören wir einfach mal rein. Eines der größten Beziehungsprobleme und eines der größten Themen, wieso Menschen nicht in ihre Energie kommen, ist, weil sie nicht mit aggressiver Energie umgehen können. Du bist aggressiv, kannst es aber nicht ausdrücken. Was passiert dann? Du bist passiv-aggressiv. In deiner Atmosphäre ist die ganze Zeit Aggression drin. Sie wird nicht ausgedrückt. Es entzündet sich in deinem Körper. Ich will mal einen Körper sehen, der nicht entzündet ist. Das sind alles Menschen, die nicht ihre Aggression ausleben können. Wenn du die Themen lösen willst, wenn du in deine Energie kommen willst, musst du, wenn Aggression im Raum ist, sie ausdrücken. Und dich nachher nicht die ganze Zeit dafür verurteilen und emotional erpressen lassen, weil du mal lauter wurdest oder weil du mal ein Schimpfwort benutzt hast. Der Ausdruck der Aggression ist eine der größten Heilungen. Test es mal aus in deiner Partnerschaft. Nicht mit der Faust, im Ausdruck. Ja, also klingt ja erstmal so alles... logisch, und das ist aber, das ist alte Psychologie, also das kommt, soweit ich das sehe, kommt das aus den, ja, 70er, 80er Jahren des vorherigen Jahrhunderts, das auch in diese ganze Zeit von Osho und Bhagwan und Encounter und, weiß ich nicht, Pearls, natürlich alle wichtigen Entwicklungen damals, aber trotzdem, also Pearls vor allen Dingen, aber trotzdem ist das so diese Psychologie von, wir lassen alles raus, war vielleicht auch eine interessante Sache, sondern Nachkriegszeit, ja, wo man vielleicht wirklich überlegen kann, was haben wir ja nicht alles unterdrückt irgendwie so. Und da gab es dann alle möglichen Experimente, sperrt mal Leute 48 Stunden in den Raum ein und sollen alles rauslassen und dann wird geschrien. Und ich kenne das auch noch viel aus meiner Körpertherapie-Ausbildung. Nicht, dass das alles schlecht war überhaupt, also meine Ausbildung war super, aber trotzdem, dieser Aspekt davon sehe ich heute auch anders, dieses alles rauslassen und machst irgendwelche Aufstellungen, arbeiten und schreist dann deinen Stuhl an und deinen Gegenüber und das ist so Rambazamba und es fühlt sich auch in dem Moment irgendwie sehr befriedigend an, so, nur werden sicherlich viele Berater und Therapeuten bestätigen können, es ist, also es bringt nicht so viel wie diese stumpfe, sture Arbeit an deinen Themen Stück für Stück, immer einen Millimeter weiter. Also man denkt so, man hätte, wer weiß was, geschafft und in einem Beratungsprozess, wo wirklich so gründlich gearbeitet wird, natürlich können auch mal so Durchbrüche irgendwie eine Rolle spielen, irgendwie so, aber es bringt erstaunlich wenig so, ne? Auch wenn sich das so ein riesen
Bohai ist. Und dieses jetzt Aggressionen rauslassen, finde ich wirklich ja fast gefährlich. Ich meine, er sagt zwar ja natürlich nicht mit der Hand, aber ja, du kannst auch mit Worten Menschen total verletzen. Und vielleicht hast du einen Partner, der einfach total sensibel ist und das einfach nicht ab kann, ne? Also das, du kannst ja nicht einfach, aber das ist genau, was man ja bei dem Jürgen Zielow auch sieht, alles raushauen, ich mach mal ein Ding und das Kind wird abgeschoben, also von seiner Freundin da, und ich pfeife mir Drogen rein und ich scheiße auf alle Regeln und ich mache aber, was ich labere, was ich will, ob das stimmt oder nicht, ist alles einfach scheißegal. Und ja, das ist diese Haltung dahinter, ne? Und die führt zu, kann ich euch sagen, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil, ja, wie gesagt, ich komme aus einer gewissen Szene, habt ihr auch Beziehungen geführt mit Leuten, die aus der gleichen Szene kommen, und es führt zu überaktivierten Beziehungen, weil du einfach meinst, bei jeder Gelegenheit, ich lass jetzt einfach alles raus, und dann schreie ich eben meinen Partner an und dann schreien wir uns eben alle an, und ja, aber das füttert, wie Eckhart Tolle sagt, füttert es einen Schmerzkörper so, ne, weil es ist einfach nur, du befriedigst deinen Schmerzkörper in dem Moment, es fühlt sich auch gut an, aber es führt zu nichts irgendwie, ne, und jetzt ist das Gegenteil natürlich deswegen nicht richtig, dass man alles, natürlich soll man es nicht runterschlucken. Und heute sieht man es halt, also die neue Psychologie ist auch, ich kann auch gerne mal hinweisen auf meine Emotionskurse, ne, Glückskurs, Trauerkurs, Selbstbehauptungstraining, da sind auch viele von diesen Sachen drin. Also neue Psychologie sagt halt, ja, also du sollst es wahrnehmen, bewusst, also es ist auch letztlich diese Bewusstseins-Achtsamkeitspsychologie, ne, wahrnehmen, auch nicht unter, also es ist völlig richtig, nicht in dir unterdrücken, ne? Also wenn du Angst hast vor irgendwas oder besorgt bist, bringt dieses Unterdrücken, ist tatsächlich wie wenn man so einen Duftballon unter Wasser drückt, das poppt immer wieder hoch. Nee, du sollst es wahrnehmen, aber du entscheidest halt, ob du drauf reagierst oder nicht, und viel öfter als nicht ist eben die richtige Reaktion, nicht drauf zu reagieren, ne? Sondern ja, zum Beispiel, wenn du jetzt wütend bist über deine toxische Beziehung, dann schreist du nicht deinen Partner an, weil das ist auch nicht eigene Spielfläche sauber halten, sondern du nimmst es wahr. Ich bin total wütend, bin ich zu Recht wütend, ja, und dann, deswegen sagt man auch in der Psychotherapie, sagt man manchmal, wie heißt dieser Spruch nochmal? Aggression in gesunde Selbstfürsorge umwandeln, so ungefähr, ne? Also du nimmst es wahr und du setzt dann aber Grenzen, und diese Grenzen kommunizierst du dann aber ganz ruhig. Nicht, dass du dann anschreist, das heißt, du schaffst, das nennt man Containment in der Psychologie, du schaffst einen inneren Raum, wo deine Emotion sein darf, also sie wird eben nicht unterdrückt, aber du als Boss in deinem Kopf, als das ist ja, das hat ja eine ganz große Renaissance erlebt, so dieses innere Oberhaupt so in dir, oder der innere Erwachsene, obwohl das eigentlich noch ein bisschen was, aber manchmal könnte auch sagen, innere Erwachsene, nicht eben nur immer das Kind, ja, das innere Kind, innere Erwachsene, finde ich persönlich fast wichtiger, sage ich ganz ehrlich, der dann wirklich sagt, ja, okay, wir können jetzt, sind diese Emotionen da und wir finden jetzt auch eine Lösung, was wir damit machen. Aber wir schreien hier nicht rum wie so ein dreijähriges Kind, ne? Und verschrecken den Partner und machen die Beziehung überaktiviert. Das ist nicht die aktuelle, nicht der aktuelle Stand, so, ne? Und es wird natürlich immer wieder rausgehauen, weil es so einfach ist, ne? Weil es so easy ist und ja, und sich auch gut anhört. Lass alles raus. Und das ist ja auch attraktiv, ne? Weil das ist schwierig, so wirklich ein Leben voller Containment zu führen, ein Leben, was wirklich überlegt ist, überlegt gehandelt ist. Ne? Das ist schwierig, das ist viel leichter. Erstmal, hinterher muss man natürlich die Scherben aufsammeln. Ja, wie so ein dreijähriges um dich zu schlagen, ist mir doch alles egal, und ich esse mal Müsli nicht und ich mache einfach, was ich will, und dann schreie ich dich eben an und musst du halt sehen, damit klarkommst. Ja, aber das macht, das, wir haben doch schon eine total egoistische Welt. Die ist doch, die triebt doch vor Egoismus. Wollen wir das noch mehr haben, dass man nur auf sich guckt, und es ist, also wirklich, es ist zum Verzweifeln. Und dann, also das war auch einer meiner schlimmsten, ich glaube jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, schlimmsten Arzterfahrungen der letzten Jahre, dass ja, dass du, also mein Organ ist ein bisschen mein Magen irgendwie, also jetzt momentan schon gar nicht, aber war es eine gewisse Zeit. Und ja, das haben wir auch in der Familie, sage ich so ein bisschen so, ne? Also ich will jetzt auch gar nicht in die Details gehen,
Aber, und natürlich können einem Sachen auf den Magen schlagen, aber du kannst doch einfach fucking Erkrankungen da haben, fertig, ne? So, und ist auch nichts, was ich da hatte, war auch nichts Schlimmes oder so, aber muss man sich halt drum kümmern und es war eigentlich schon alles wieder gut und dann bin ich zu so einem neuen Hausarzt gegangen und der mir, ja, also Magenprobleme ist auch ein bisschen ungenau, aber egal, ihre Probleme, die sie da haben, das sind ihre unterdrückten Aggressionen, ne? Und das knallt dir jemand so ins Gesicht, das ist so ekelhaft übergriffig. Das willst du auch vom Hausarzt nicht hören. Der will's einfach. Ich erwarte dann einfach eine schulmedizinische Behandlung, die schon lange gab, irgendwie, oder fast schon abgeschlossen war. Und nicht so einen blöden Spruch, vor allem, wenn du dich gar nicht drum bittest. Natürlich gibt es psychosomatische Erkrankungen, aber das führt ganz schnell dazu, dass jede Erkrankung, die du hast, dass du denkst, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Dann hast du nicht nur die Erkrankung, sondern auch noch, ah, jetzt bin ich bestraft worden, jetzt ist, weiß ich nicht, habe ich wieder irgendwelche Sachen unterdrückt, ja, ich schreie jetzt mal meinen Partner 10 Minuten an, vielleicht werde ich diese Krankheit dann los. Leute, das ist nicht so einfach. Man kann das auch nicht so einfach runterbrechen. Wie gesagt, es gibt psychosomatische Erkrankungen ohne Frage. Und ich würde auch sagen, ja, eine erhöhte Entzündungsneigung im Körper sehe ich vor allen Dingen bei toxischen Beziehungen. Aber das ist es auch nicht. Also wüsste da keine Forschung zu, aber es ist mir und auch anderen Leuten aus diesem Bereich sehr aufgefallen, dass das, wenn du in toxischen Beziehungen bist, dass es dann zu vermehrt zu Entzündungen kommt, chronischen. Aber diese ganze Wut rauszulassen, das macht die Beziehung ja noch toxischer. Also das ist immer, wenn. Aber man, das verkauft sich gut, ne? Deswegen ist es auch so schwierig, wenn du als ausgebildeter Psychologe auf YouTube, weil die Sachen sind halt komplex und man muss sie abwägen. Man kann, aber es ist natürlich viel einfacher, so rauszuhauen, lass doch deine ganze Wut raus, scheißegal. Ja, meinetwegen kannst du auch mal, ich würde zwar sagen, meinetwegen rennen in den Wald und schreien einen Baum an. Ich meine, das ist auch ein Lebewesen, aber schreien einen Baum an, weiß ich nicht, schmeiß einen Stein an die Wand. Ja, das kann man ja machen, aber lass das doch nicht an anderen Menschen aus, ne? Sondern ja, versucht diesen Impuls, ne, diese unterdrückte Wut, die ist ja auch, spielt ja auch in der Psychotherapie eine Riesenrolle, ist ja nicht so, dass das nicht bekannt wäre, ne? Also Wut gegen das Introjekt, wie das immer genannt wird, dann ja, natürlich soll die wahrgenommen werden und in angemessene Selbstfürsorge übersetzt werden. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse. Kurse haben natürlich bei mir einen anderen Fokus, nicht diesen, aber geht schon auch in meinen Emotionskursen um intelligenten psychologischen Umgang mit Emotionen halt, ne? Also wenn du da ein bisschen mehr up to date sein willst, guck da mal rein und verfall nicht dieser Oldschool-Variante von Psychologie, die wirklich seit 50 Jahren outdated ist. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.